So, guten Abend, liebe Leute, da sind wir wieder bei Teil 2. Ich wurde in der Nacht gegradet. Meine leistungsstarke Base mit über 20 Turrets wurde niedergerissen. Mikas Base steht natürlich noch, er kann also fröhlich weiterbauen, jetzt hänge ich natürlich voll hinterher. Wieso hast du mich gesehen? Wie, du hast mich gesehen? Ich hinterlasse keine Spuren, wenn du das denkst. An denjenigen Tribe Elite, der dort meine Megabase geradet hat, keine gute Idee. Deine Base wird also leider auch demnächst fallen. Was? Guck mal, wie heißt du eigentlich? Das ist doch deins, oder? Nein, das sind die, die ich dir gesagt habe, die bei dir in der Nähe sind. Oh, das sind die, die greifen. Dass jemand in deiner Nähe einen Spawn kommt, das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen, Mika. Das ist eigentlich niemals gut, wenn jemand in der Nähe von dir irgendwas baut. Oh, siehst du, Papa, bei mir, hier sind die Sachen. Ja, ich weiß, da bin ich gewesen. Ja. Aber ich bin ja gerade in kurz weg gewesen und habe mich dann kurz versteckt in der Ecke und wurde von irgendeinem Tier aufgefressen, während ich nicht da war. Ich will mich aber auch nicht mit diesen Leuten. Aber naja, also dass ihr ja bis zum Schluss sich anguckt, das Ganze, der wird auch erfahren, auf welchen Cluster wir hier aktuell spielen. Im Stream werde ich das nicht mehr sagen, es gucken einfach viel zu viele Leute zu, die gerne meine Basen angreifen. Normal überhaupt gar kein Problem. Wir wissen ja auch alle, wo auf diesem Cluster hier zum Beispiel meine Main Base ist. Ich spiele auf mehreren Clustern aktuell. Nur möchte ich die wurde jetzt auch die ganze Zeit nicht geradet. Da war ich jetzt auch 3-4 Tage erst nicht. Und heute nochmal reingeguckt. Nur möchte ich das halt nicht mehr, dass ich Cluster, Karte, inklusive Base und so weiter zeige, weil das dann doch ausgenutzt wird, zu gucken, wo ist da die Schwachstelle und wo kommt man rein. So, das war schon mal auf jeden Fall. Ach Gott, jetzt hat sich eigentlich. Ah, lässt sich nicht. Ich komme. Habe ich denn gar keine Waffe, die man verwenden kann? Ach doch, hier unten. Perfekt. Kleine wandelnde Monster, ich sehe ihn doch. Da ist er. Hey, nicht abstürzen! Was machst du? Komm her, ja. Was machst du denn? Da. Okay, warte. Das gibt kein Warte, Alter. Das PvP, ja, Alter. Oh nein, du hast gerade den besten Loot bekommen. Ich hoffe, du hast doch irgendwas. Nicht, dass du nachher heulst. Oh Gott, Mika, was hast du denn alles für ein Zeug dabei? Ich muss ehrlich sagen, dein bester Loot ist mir jetzt nicht so wichtig. Kannst dir alles wiederholen. Okay? Gut. Ich suche jetzt erstmal meinen neuen Base-Spot hier. Ich brauche den auch nicht, weil ich habe so eine einige Base mit über 300. Und gut, wenn du dein Loot nicht wiederholst, dann gucke ich dann unten für die Truths raus. Zieter! Aber hier, Dingens, hier brauchst du ja gar nicht mehr. Wie heißen da nochmal Artefakte und sowas, weil du kannst Bosskämpfe jetzt machen mit Fasern tatsächlich, haben sie geändert. Ich hab's leider auch so rausbekommen, weil ich faul, dass du nicht wieder rauskommst. Aber nicht schlimm, das weiß ich nicht.
Chill deine Base, Mann. Ich bin gleich schon wieder weg hier. Weiß halt immer noch nicht, meine Base. Und was auf jeden Fall die Waffen. Habe ich gerade gesehen, wie ich keine Waffen habe, um dich zu besiegen. Aber meine Base ist schon mal nicht so einfach. Da hast du einen. Da kommt man nicht. Da kommst du nicht so schnell durch. Sondern warum gammelt das Ding denn da unten so rum, der Parazer? Gehört da niemanden? Bist du ein herrenloser Parazer? Oder bist du aber nur festgewachsen, du musst hier? Festgewachsen, ist klar. Ja. Was für ein Tier, ne? Wer ist aber hier? Ach, das war das, wo ich das erste Mal hier so draufgegangen bin. War das, wo ich gesagt habe, da hat mich ein Parazer aufgefressen in deiner Ecke. Dann habe ich demnach ja auch wieder mein Zeug hier wieder. Ich weiß, episch. Ja, da hat tatsächlich jemand mich über Nacht geradet, ne? So sagen. Also 20 Tourists, ne? Einfach so weggeklitscht, ne? Oh oh. Was ist los? Kommt jemand zu dir? Achso, ich wollte schon sagen, vielleicht brauchst du jetzt Hilfe. Komm ich und kill den. Hui. Ja, bau du mal deine Base. Ja, das ist aber jetzt bald durchgehen, ne? Genau. Die wäre natürlich auch möglich. Was ist das denn? Wer mich denn hier so an hier? Hast du irgendwas Interessantes für mich dabei? Ja, ja, ich weiß, normalerweise raube ich echt niemanden aus, aber ich muss auch mal Ausnahmen machen. Aha. Also die Cave, die ist auf jeden Fall, wie gesagt, so schlecht gar nicht. Das Problem ist allerdings, ach ja, so heftig will ich nun wirklich nicht bauen, so riesengroß. Also so, dass ich auch durchkomme, oder? Ja, aber die ist wirklich, also das ist schon... Naja, wäre schon echt ein Riesenprojekt hier, also. Willst du das machen? Ja, na klar, ich mache alles für dich fertig, dass du halt einen Durchgang hast. Ich mach das, ich suche mir einen Spot gerade hier, warte. Ich hab nicht übertrieben, Mika. Was meinst du, warum mein anderes Ding gestern nur, oder vorgestern, gestern, ne, weiß ich nicht mehr, nur 20 Tourists hatte? Das hat schon seinen Grund gehabt, ne? Aber ich finde es trotzdem interessant, ne? Da haben die gesehen, oh, da muss ein neuer Spieler sein, was ich ja nicht bin, aber die werden gedacht haben, dass ein neuer Spieler dort was hingepflanzt hat. Und haben sich das Ding dann geholt, ne? Ganz freudig. Ne? Haben das mal in einem Base mit 20 Tourists geradet. Ich will dir nur vorher was sagen. Also ich sag's dir jetzt mal. Mit einfachen das ist wirklich schlimm. Also ich weiß gar nicht, wie ich da damit umgehen soll, dass ich das nicht kann. Aber ich denke mal, ja gut, wir werden schon noch eine neue Stelle finden, wo wir was hinpflanzen können hier. In der Zeit kann ich erstmal zu meinen. Ja, ja, ich gucke. Ich gucke, wo ich mich noch hinpflanze. Langsam. Ja. Wo war die denn jetzt hier eigentlich nochmal? Ich war jetzt so oft nicht auf. Ist das hier die Cave? Vorsicht, 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 das sind Dings hier. Das
weil ich von dem auch schon jemanden ist. Also es ist nicht so, dass ich hätte episch viele Sachen dabei. Lass mir vorbei, ich will mal das Case eingegangen ist irgendwo. Ich glaube nicht. Was denkst du, bist du mit Was weiß ich nicht, ich habe das schon nicht gesehen, was du da gemacht hast. Alter, Wo soll ich das denn wissen? Also ich weiß, dass hier unten irgendwo eine Höhle war, irgendwo eine Ecke. Ich weiß noch nicht mehr hundertprozentig wo. Ja, das ist nicht schlimm. Ich werde die schon noch. Allerdings natürlich mit denen, was ich da noch so habe. Würde ich. Also nee, hier ist es nicht. Was für Dinos? Ich habe ja gar keine Dinos mehr. Meine Dinos haben die ja getötet, die Säcke. Also bei dem, was du da rumgespammt hast, ne, glaube ich nicht, dass da jemand irgendwie eine FOP oder so baut. Da musst du dir ja nicht so viele Sorgen machen, glaube ich. Gerade Leute, wo ich vielleicht noch was bauen kann, aber ich dachte auch, hier wäre in der Ecke irgendwie so eine kleine Höhle. Mika, ich habe nicht gesagt, dass ich das weiß. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich sagte, ich weiß nicht, wo ich die. Ich hab auch gerade nichts zum Raiden. Falls du es nicht mitbekommen hast, ich wurde geraidet. Kannst du ja nochmal sagen? Wo war das kleine Ding? Das war doch hier. Hast du jetzt einen Drachen? Hä, ist ein wilder Drache. Das ist echt seltsam, Leute. Wo war diese Höhle? Also, falls jetzt gerade jemand, der es genau weiß, bitte mit Richtungsangabe links, rechts, geradeaus. Hier irgendwo war das Ding, das weiß ich. Hier in der Ecke irgendwo. Aber. Ja, sonst habe ich notfalls ja noch eine Idee, so ist es nicht. Das willst du nicht wissen, wie ich dann meine Base baue. Boah, ich weiß grad nicht. Also ich brauche vielleicht auch noch ein bisschen was an Fasern und so. Oder ein bisschen Baumaterial oder ein paar Blueprints. Also ziemlich alles, was ich eigentlich verloren habe, bräuchte ich jetzt eigentlich wieder. Dann kannst du wieder ausholen. Naja, ich gucke ja eigentlich gerade was anderes. Ich gucke gerade gegen den Spot und nicht, wo du bist. Ja, hier war ich doch gerade schon, ne? Da war ja nichts unten irgendwie, ne? Oder? Das war doch hier, ne? Das ist eine Karte, ne? Die mag ich hier wirklich gar nicht so richtig so. Das ist nicht so mein Ding hier. Hauptsache nicht so wie vorhin. Sah irgendwie jetzt nicht so ganz erfolgreich aus, um ehrlich zu sein. Ich glaube, du musst ein ganz kleines bisschen lauter sprechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dich da hinten ganz, ganz schlecht hört. Wenn du so vor dich hinflüsterst. Also läuft aufs selbe hinaus, Leute, egal was er gerade so erzählt, er will mich raiden. Also noch ist ja überhaupt gar nichts da zum Raiden, weil meine kleine Butze wurde leider kaputt gebrezelt.
das ist gar nicht gestapelt. Das muss normalerweise. Braucht denn sowas gestapelt, das hier? Das ist ja auch gestapelt. Auf jeden Fall, wenn ihr das auf eurem privaten macht oder sowas, das kann man stapeln. Das kann man auch stecken. Nur aufpassen, das wäre nicht brezelt da oben. Nein, das ist ein Ding aus der, ein Lightning-Würmer. Ein Wilder, der fliegt rum, als wäre er irgendwie, ich weiß nicht, ey. Irgendwo auf Versuche oder sowas, vielleicht sucht er mich ja. Und da sitzt keiner drauf, das ist einfach nur irgendwer, keine Ahnung. Ich wurde geradet, das ist nicht so. Also, es ist nicht so tragisch, ich komme auf jeden Fall nochmal vorbei und dann sprechen wir nochmal darüber. Herr Elite Tribe. Also, falls du auch einer von denjenigen bist, die bei mir zugucken und gedacht hat, ah, wie lustig, ich rate den da jetzt mal, solltest du dort jetzt tatsächlich dort irgendwas gebaut haben, ich kann dir versichern, das dauert nicht lange an, also du wirst nicht lange Spaß dran haben. Also, mach das Beste draus. So, was haben wir hier noch? Also, das Center und Scorched Earth, ich weiß nicht, so Karten, naja, ich weiß nicht. Ich muss oben eine hinstellen, ne? Also, das Ding ist, also, eigentlich will ich ja nichts zu Blödes, zu Verstecktes und so, gerade weil das ja so ein Stream-Ding ist zwischen meinem Sohn, Mann und mir. So einfach so ein bisschen so Fun-mäßig so, ne? Ist das ein Durchgang oder ist das die Höhle hier? Kann das die Höhle sein? Weil ist die doch größer, als ich dachte. Ah, nee, das ist nur ein Durchgang, ne? Das ist nicht die Höhle. Ja, das ist ein Durchgang, muss man sagen. Das habe ich das Ding nämlich nicht in Erinnerung. Der sitzt da wahrscheinlich irgendwie und lacht sich kaputt. Ah, da hätte ich gar nicht lang gemusst. Ist er da und so weiter, ne? Gott, das ist ja schon so, das ist ein Risikogebiet, weil das kann ja gut mit dem Magma durchbrezeln, durch die Besen und deswegen, also. Essen ist vorbereitet. Nice. Gleich raus, kommt zu dir. Nach alles. Das ist schön. Ja. Das freut mich. Keine Ahnung. Also dann machen wir das jetzt anders. Dann gehe ich jetzt irgendwo ein paar Fasern pflücken und werde dann halt das bauen, was ich mir halt alternativ überlegt habe. Oh, was ist das denn da? Vielleicht ist da auch irgendwas drin. Ich habe keine Ahnung, was du raiden kannst. Ich kann dir sagen, dass ich das raiden könnte. Ich werde auch natürlich wieder nicht übertreiben mit den Tools, also bei mir werden ja nicht 1000 Tools oder so. Denn darum geht's dir ja auch nicht. Ihr habt ja unsere erste PvP-Begegnung ja schon vorhin erlebt. Falls ihr da schon zugeschaltet hattet. Und ja. Das hätte ich schon mal die ersten. Bräuchte ich allerdings auch noch ein paar. Aber die weißen, die kommen ja so instant runter. Das ist nicht normal, oder? Element kann ich immer gebrauchen, das ist ja nicht. Ah, die kann ich auch gebrauchen. Weil das hatte ich gerade, glaube ich, gar nicht da drin, ne? Oh! Was war das denn jetzt? So schnell vom Kopf vorbei, das ist nicht alles runtergekommen. Wahrscheinlich nicht. Und ich weiß gar nicht mal, was ich sagen sollte. Blendet aber auch übel, ne? Aber ich habe Blenden nicht an. Ich habe sogar deaktiviert. Aber ich habe wahrscheinlich Gamma zugestellt. Ich will nicht, ich bin falsch da. Übel. Ah, ein bisschen dunkler, ist klar. Das sind nur die normalen Sachen hier, ne?
Delfin Blueprint Punkte, der Delfin Sattel auch nicht. Weil das ist hier so eingestellt, da muss man tatsächlich das Level haben, da wo man die craften kann, vorher kann man es nicht fliegen. Ich glaube 120 ist das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube Level 120, da kannst du normalerweise die Delfin Sattel craften. Das heißt, klar kannst du den auf deinen Delfin packen, aber bitte nicht springen, weil kannst du halt leider nicht die Vorzüge eines Delfinreiters benutzen. So, was können wir noch hier? Das hier unten schicken. Ich brauche irgendwie jetzt so eine. Muss schon unten sein. Also ich würde jetzt eigentlich, wäre ich jetzt ein Arsch und würde jetzt einfach eine Cliff bauen. Das kann man hier eigentlich ganz gut nutzen, ganz gut ausbauen, so dass man halt wirklich ganz, ganz schlecht geradet wird. Lustigerweise mein Spawnpunkt, den ich mal hatte, der ist auch ewig geblieben. Ich weiß auch gar nicht, irgendwann habe ich nicht mehr eingeloggt auf Gorgeous Curse in den letzten Season. Und das funktioniert hier eigentlich ganz gut, weil diese Berge entsprechend sind. Da kann man auch so ein bisschen mit Fundamenten noch rum und so arbeiten, so dass man halt auch defensiver hat ohne die Cliff. Wenn man natürlich die Tools ausnutzt so ein bisschen, ne? Also jetzt nicht so, wie ich das hier vorhabe. Na, schauen wir mal. Ich denke mal, ich werde irgendwas auf die ganze Kiste machen. Mit Cliff ging er auch, aber keine so fiese. Überlegen wir mal kurz. Könnte jemand langlatschen? Ich meine, ich baue ja sowieso immer gerne offene Spots, das ist ja nicht. Aber dann baue ich eigentlich auch die Basen immer entsprechend, wenn ich schon offen baue. Also es ist jetzt wirklich nicht mehr so viel los leider aktuell hier, weil der Wipe, der ist eigentlich am 16.09. Also normalerweise müsste man sagen, man kann hier echt noch ordentlich was raushauen und ordentlich spielen. Aber aus irgendeinem Grund sind viele, gerade die Leute, die halt auf der Cluster selbst spielen, viele, sagen, nö, also sorry, dann will ich einfach nicht. So, das bin ich weg. Und Kampf. Aber, ja, draufgetroffen. Ich glaube, davon habe ich soweit schon alles. Also, ich bin gerade leicht überladen. Der ist sehr dünner, warum der jetzt so hart dünner ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil dieses Business mit Pflanzen, die gibt es jetzt aktuell nicht mehr, genauso wenig wie dieses Tech-Kernglas. Ist ja von Wildcard angeblich, hieß das mal irgendwann, glaube ich, aus Versehen aus dem Spiel genommen worden. Dann, ja, also so langsam liegt ja der Verdacht nahe, als hätte es extra rausgenommen, weil ich glaube, sonst wäre das schon längst wieder da, oder nicht? Also, was brauche ich denn jetzt mal? Etwas, wo man auch wirklich notfalls raiden kann, aber vielleicht auch dann, wo ich ein bisschen was aufbauen kann, ohne, ja, ich will jetzt nicht gemeines. Weil der Kleine sich wohl auch demnächst Hilfe von einem Zweiten holen wollte. Nee, das ist hier nicht. Wir machen das nicht. Ach so. Naja, auf einmal kommt ein Boden. Ja, der will mit. Welche brauche ich jetzt nicht? Oder da hinten verspitzt vielleicht? Und nicht, dass ich mich morgen wieder einlogge für Teil 3 und wieder von vorne anfangen darf. Das wäre ein bisschen doof. Wenn du sagst, du weißt, wo ich bin, dann muss ich dir leider sagen, da weißt du mehr als ich. Oh. Oh, genau, sowas in der Art. Oder eher sowas. Ey, du. Ey, warum ist denn da immer jemand da, wo ich hin will? Ne? Das ist doch echt unfair. Ja.
schon wieder jemanden da wegmachen. Tut mir leid, aber ich brauche den Platz. Nee, tut mir echt leid. Ja, es ist schon gekommen. Morgen ist dein Best wieder gewählt. Ja, toll, der ist auch wirklich tatsächlich aktiv. Wie kann das eigentlich sein? Ich sehe nie Spielerzahlen hier drauf. Wenn ständig jemand irgendwo Basen baut. Das ist voll episch hier auf dem Cluster. Das Ding ist, jedes Mal, ich gehe rein, gucke, ja, keiner ist da, gucke einen Tag später, auf einmal stehen immer Basen. Manchmal habt ihr auch das Glück, dann seht ihr dann 30 Leute, nee, das ist auch wieder unfair. Wenn ich den jetzt kaputt mache, der ist jetzt seit ein paar Stunden, der ist offline, seit 11, 12 Stunden, aber der hat definitiv neu angefangen hier, ne? Und den Tribe-Namen, den habe ich auch noch nie hier gehört. Ja, dann such mal was anderes. Das fände ich jetzt wirklich ein bisschen fies. Das will ich auch nicht. Also, wer vorhin schon zugeschaltet hatte, eine PvP-Begegnung hatten wir jetzt schon. Nee, die ging jetzt nicht so gut für Mika aus. Also, ich schätze mal, es will auch gebronche. Also, ich fand es ganz witzig, aber leider hat er jetzt nicht so gut so Stuff dabei, dass. Oh, ich weiß, guck mal! Ich höre das schon, du hast nichts drüber noch gefangen. Aber bevor du die Level dafür bekommst, musst du alle finden, das dauert, glaube ich, auch noch. Ja. Nee, ich glaube auch nicht, dass du das Lust hast. Ich hätte irgendwie auch keine Lust drauf. Viele Leute machen das wirklich. Was kriegt man dann? Level kriegst du dann dafür. Und du kannst die Story dir angucken. Ja, da bin ich jetzt nicht 100%ig sicher. Das sind entweder 5 oder 10. Ich glaube, eins von beiden. Ach guck mal, der sieht doch dann nett aus. Guck mal an da vorne. Ja, ich bin aber nur am Rumfliegen gerade die ganze Zeit und am Gucken. Das mag ja wohl sein, weil ich muss ja überhaupt erst mal bauen. Also groß kommt man die Karte eigentlich gar nicht vor, wenn man hier so überfliegt. Aber jetzt gerade wirkt das ja so, als wäre die episch groß. Also wäre auf jeden Fall lustig. Diese Elites werde ich auf jeden Fall auch nochmal da die Dinger wieder rausraden. Das sind auf jeden Fall mehrere Spieler. Das ist eine kleine Herausforderung. Wo bist du, Papa? Was haben wir hier für schöne Felsen? Oh, das muss man bauen, ne? Egal, das bin ich jetzt. Oder vorne kann der Kopf bauen, wenn ich hier vorne nicht auf der Spitze baue, ne? Dann kann er hinten den Kopf bauen. Ja, das kann man machen. Obwohl, die Platz werde ich wahrscheinlich auch brauchen, ne? Boah, ja. Das sieht nett aus, das machen wir. Ja, aber ich bin ja, muss ja auch erstmal aufbauen, Alter. Ach, da bist du, da hinten. Wie, da hinten siehst du mich? Weißt du, wo bist du? Die Verarschung? Wie willst du denn wissen, wo willst du schon wissen, wo ich bin? Ah. Okay, eins verstehe ich nicht. Ich habe hier doch gerade Turrets abgezogen. Wo sind die? Ja, gut, wenn er weiß, wo ich bin, dann muss ich natürlich hier wieder weg. Dann bringt das ja nichts. Ich weiß schon genau, wo du hier bist. Ich sehe hier. Aha. Ja, wenn er weiß, wo ich bin, lustiger, oder? Aber was ich jetzt nicht verstehe, ist, ich bin mir sicher, ich hätte ein paar Turrets dabei. Irgendwie habe ich jetzt gar keine mehr, was schlecht ist, weil ich habe nicht viel zu wenige Fasern, um was zu bauen. Aber das ist schon genug, ne? Siehst du zufällig hier irgendwo? Glaubst du, das sage ich dir, oder was? Hätte ich für blöd, soll ich doch eine Wegbeschreibung geben?
immer erstmal safen, ne? Es blendet aber auch hier auf diesen diese Karte, ne? Ach, da unten sind auch Druids, da sehe ich sie jetzt gerade. Oh, ist noch falsch. Egal. Mal anders. What the WTF, Alter? Okay, Maus, kann noch mal anders. Also ich finde die jetzt nicht unbedingt zu mir zu kommen, aber wenn du mich besuchen willst. Also ich weiß zwar nicht genau, auf wen du schießt, aber ich bin das jedenfalls nicht. Also ziehe ich ihn noch. Ob du jammerst dann nicht. Der Seite eine. Also ich pack nur auf deine Raid-Buffer. Ja, die. Meine letzte war auch Raid-Buffer, die geradet haben. Macht das jetzt nicht so brutal hier irgendwie. Also ich meine, guck mal die Fundamente und so. Den nächsten mache ich nicht, Alter. Wenn man einmal drin ist, ist es eigentlich auch egal, wie viele Fundamente da drunter sind, weil kaputt schlagen tut man die dann ja sowieso. Also ihr glaubt auf jeden Fall, dass er mich schon gefunden hat, irgendwie. Oh ja, ich weiß gar Boah, ich sage das lassen wir jetzt mal in Ruhe durchcraften. Ich brauche ein bisschen was an. Ah, warte mal ganz kurz. Bitte, das hätte ich eigentlich als anderes zuerst machen müssen. Nämlich das hier. Na ja, gut, dann warten wir halt hier kurz oder so. Ich... Das heißt cool. Ja, aber mir sind cool, genau. Ja, das war nicht.
Ey, du bist sauer, sag. Boah, sei froh, dass ich doch keine 50 Waffen habe. So drauf, Alter. Da verschwand dann nichts, ey. Boah, ich soll nicht. Zwei, drei Stück bestimmt. Da ist er ja schon wieder, ey. Der saure Sack. Guckt euch das mal an, Leute. Seht ihr das? Gibt's ja gar nicht. Kann dieses, dieser scheiß Raygun eigentlich überhaupt irgendwas? Da muss ich jetzt warten, wie ich einen Sniper halt craften kann. Ja, die kann wohl anscheinend nicht. Ja, treffen. Das Feuer, ey. Also, es ist schon interessant anzuschauen, ne? Komm, ich guck nochmal. Das blendet ja so böse hier, ey. Du kannst doch nicht einfach mal eine fette Base hier raiden, Alter. Jetzt geh ich da wieder hin zu dir. Das war ja durchgecraftet, das war ja gut. So lange kriegen wir ja schon aufgehalten. Hier beschäftigt, ne? Oh, ich hab auch so ein Ding da mitgenommen, ich weiß nicht. Ich glaub, ich meinte die. Die haben wir schon mal. Mika, ich bin voll im Stress wegen dir hier, ja, ehrlich. Ey! Ja! Du Arsch! Ja! Du hast kein Bett, oder? Nein, ich hab kein Bett. Yes. Jetzt hol ich den Rest. Perfekt. Was ein kleines Arsch. Ja, das sind dann so diese kleinen Feigling-Spieler, die dann Leute angreifen, die nichts haben. Aber nochmal fange ich jetzt nicht von vorne an, Mika. Ne? Das heißt, Teil 3 gibt es morgen und meine Revanche. Und dann werde ich leider dir keine so einfachen Tipps mehr geben und keine Location verraten. Dann muss ich leider vernichten. Gibt's gar nicht. Ich hab das gesehen. Hat die Sniper ausgerüstet? Wollte ich ihn gerade von der Luft praktisch holen. Und dann trifft der Sausack auch noch. Wahrscheinlich stirbt er gleich sowieso an meinem Tourist, aber. Ja. Warum haben sie den Scheiß hier noch drin, wenn sie keine Artefakte mehr braucht? Auch sinnfrei, oder? Alter. Wer wohnt denn hier? Aber was ist so weit gut? Oh, na Gott. Ja.
Ach, guck euch das mal an, da ist ein Cryoständer sogar. Ey Mika, komm mal zu mir bitte. Weißt du, wo ich bin hier vielleicht? Du hast Tech-Gewirre und sowas. Hier, das macht kaputt hier. Das ist ein Cryo-Ständer, guck mal. Zwei Stück okay, hier. Soll ich dann fast dann machen? Warte, guck hier. Was da alles ist, guck das an. Okay, ich hab eine Idee. Ich helfe dir, wir teilen uns den Loot. Ja, komm her. Okay, soll ich mal. Da bin ich. Bevor sich das jemand anderes hier holt. Zeig mal hier. Ach du Scheiße, aber der blendet ja noch mehr. Da, guck. Zeig dir. Warte. Nach links auf jeden Fall. Hier? Ja, genau. Okay. Wir teilen uns den Loot. So, ich habe keine Waffe, um das kaputt zu machen, weißt du? Ich warte hier einfach. Wie erkennt man das denn am besten? Hier schauen wir mal. Guck mal, hier vorne ist zum Beispiel ein blauer Lootstrahl. Ne, da. Und welcher Orb hier ist denn da? Ach, der, ja, guck mal, meinst du den? Nee. Warte mal, das kann sogar fast sein. Nee, das könnte sein. Das ist es, glaube ich. Ich gehe mal dahin. Viele blaue Lootstrahlen sehe ich jetzt auch nicht, ne? Ja, ich gucke jetzt gerade, ob ich irgendwas sehe, was hier. Ist das überhaupt blau gewesen? Ich war denn im blauen Blutstrahl dran? Natürlich war ich doch gerade. Da war noch der Dienst dran. Weil ich sehe auch keine Trails oder sowas hier. Guck mal. Und selbst wenn der Jenny, der steht da vorne frei. Siehst du das? So, und hier vorne, guck, siehst du den hier? Ja. Den Stein? Ja. Wenn man sich hier hinstellt, ne, ich weiß nicht, ich sehe wirklich keine Trails. Wenn man sich hier hinstellt und den Jenny da hinten wegschießt, dann ist es scheißegal, ob da irgendwo Trails sind. Die treffen dich sowieso nicht. Warte mal ganz kurz, das wäre bei mir ein 30-50. Das Dumme ist, deine Karte blendet so krass hart. Aber du kannst nicht weit weg von mir sein, nur. Kannst du auch irgendwie. Gerade war die ohne Blende weg. 30 und da unten ist 50, du musst bei mir in der Nähe sein. Guck mal, siehst du das, der Blaue? Siehst du das? Da vorne. Komm mal mit drauf. Ja, genau. Perfekt. Hau weg, das Scheißding hier, komm. Aber wir teilen? Ja, alles klar, natürlich. Ich kann nur leider echt nicht, ich hab gar nichts, weißt du gerade? Ja, der macht Damage auf jeden Fall. Knallt der Tat weg. Ja, du musst ja aufpassen, dass nicht zu dich dran stehst, ne? Bin ich schon. Ist ja krass, Alter. Hier, guck mal, mit laufendem Reb. Und, ey, das ist so geil. Nur aufgepasst, das sind garantiert einige Besitzer, weil, guck mal, für die ganzen Betten. Oder die haben jemanden gefoppt. Das liegt nicht eine Schuld. Ich bin entweder voll blind oder die haben echt nicht eine scheiß Turret da reingesetzt. Oder in den Cryoständern ist nichts drin. Boostest du gerade? Oder schießt du? Ach, du schießt, alles klar. Ich wollte gerade sagen, es kommt noch jemand, der unsere Beute will. Ja, nice, Alter. Und drei Repli-Sneaker. Was meinst du, was da drin ist alles? Oh ja, und es ist ein. Nice. Geil, ey. Ey. Das war jetzt ein geiler Spawn, ey. Hoffentlich ist da was drin. Ja, Dynamit geht was weg. Und noch ein paar. So lange hält das ja auch nicht. Ja, du hast doch einiges am Wegbrätseln da. Ja. Mach mal in Ruhe, ich sammle ein bisschen Faser in der Zwischenzeit. Der kleine Scheiß hat meine Base geradet. Ich fass es ja wohl nicht mit dem Tech-Gewehr. Ja? Ja, aber dann muss ich mir ein bisschen Element dazu geben, ne? Ah, gut. Aber wir tun, wir ziehen es gut, der ist okay.
Na klar. Oh, apropos, warte mal ganz kurz, man darf gar nicht teamen. Ja, aber komm, wir machen das jetzt einmal, okay? Ja, aber einer von uns darf nur zerstören. Derjenige, der das Ding da, der bei dem gleich steht, dass das Ding kaputt gemacht hat, der muss auch den Rest kaputt machen, ne? Weil Teaming, das ist ja das Teaming, was hier natürlich das Letzte von der als solches hier bei dem Ding. Aber wir machen das aber eigentlich nicht gegeneinander. Aber wir machen das jetzt nur deswegen, okay? Ja klar, warte mal, ich Okay. muss das kurz gucken. Also wie gesagt, derjenige, der den letzten Schlag macht und der in der Lok stehen hat, dass das Schild kaputt gemacht hat, der muss auch den Rest zerstören, ja? Ich mache hier mit dem Schwert viel schneller, warte. Ich muss nur nah genug dran. Ja, der verliert jetzt Leben. Ich höre auf jeden Fall kurz vorher auf, dann machst du einfach den Rest gleich kaputt, ne? Ich sag dir gleich Bescheid. Der verliert ja Leben. Ob hier es notwendig wäre, das mit zwei Punkten zu machen, wir wollen uns einfach nur die Beute teilen, ne? Also Team sollte man hier auf der Map wohl nicht. Ich glaube nämlich, oder ist das, ich weiß gar nicht, wie viel Mantribes das hier überhaupt ist. Vielleicht darf man das sogar hier. Ich glaube, Vielleicht ja, täusche ich man darf mich. das. Man darf das. Wo feiern wir jetzt an? Zeig mir mal ganz kurz deine, wenn er Escape drückt, du weißt schon, welche Karte das hier ist. Sechs Mann, doch ich glaube, da darf man tatsächlich zusammen. Dann feuern wir jetzt als Kurs. Aber trotzdem sollte das nur einer zerstören, vorsichtshalber. Jetzt zusammen sowieso. Kurz vorher höre ich auf und dann machst du einfach alles kaputt, komplett, okay? Dann können wir in die Taschen reingucken, was da drin ist. Am besten du machst mal einen nach dem anderen kaputt, da kann man immer reingucken. Ja, aber es ist ja noch genug, warte. Ich höre ungefähr bei 1000 rum auf. Warte. Komm. Jetzt! Los. Nein, immer mit den Betten anfangen. Immer die Betten zuerst, wenn du raidest. Immer zuerst die Betten. Damit keiner spawnen kann. Sonst kommt überraschenderweise jemand von hinten. Die ist so schwer. Das ist wie ein scheiß Dinger. Ich muss am Metallflor dran. Ah, komm, dann mach einfach hier direkt. Komm, das dauert zu lange. Gräblich. Bevor jemand kommt, Strom anmacht. Hier, Turrets in place. Schnell, ne? Das auch machen. Normalerweise macht man immer zuerst die Betten. Wenn er eine Base meldet, egal wo, egal wen, immer Betten Spieler zuerst. Also sobald du Zugriff hast, das ist sowieso nur Element. Der Schatz hat er sogar noch drin. Ne? Dann hier das noch. Ja, das finde ich sogar mit am wichtigsten, genau. Das habe ich deswegen wollte ich hier überhaupt rein. Ey, das ist sogar Gott! Das ist der, der mich angegriffen hat, Mika, oder nicht? Ah, ne, doch nicht, das war Elite, Entschuldigung. Ich wollte schon gerade sagen, Tiefschlag, aber nee. Gibt's gar nicht, da war nichts drin. Alter, das ist ein Pleitegeier. Komm, die Replik. Vielleicht hat er wenigstens da was dran, Nika. Da ist nichts drin, das sind Inkubatoren leer. Gibt's jetzt gar nicht, ne? Auch warum sind immer alle pleite? Ey, Leute, ganz ehrlich, ne? Euer Ernst, ey? Doch, Was ist hier. da? Okay, hier sind so ein paar Sachen drin zum Craften, also ein paar Blueprints. Weil so eine Sichtlinie kann ich gebrauchen. Der Kasten ist komplett. Ne, hast du mir nicht komplett gegeben, ne? Doch, ich hatte eigentlich hier jetzt Equipment. Ne, ne, da hat es mir auch hier gegeben. Also spannende Sachen sind jetzt mal nicht drin, ne? Ja, Also nehmen sind wir wir aber jetzt mal hier. ehrlich, ne? So, das ist Ja, nehmen wir uns hier das Wort. Lieber noch ein paar Extra und so, ja. da hat ja jemand gerade meine Repli zerstört, dann nehme ich halt die Dings hier. Blueprints, damit ich überhaupt wieder was zum Bauen habe.
Also ich habe das Gefühl, das warst du. So sammelt er das ganze Salz hier und das Sand und sowas. Steine verstehe ich ja noch, ne? Den eigentlich überhaupt schon verwenden? Ich glaube, hier auch nicht. So auf die Cluster ist auch ziemlich alles ein bisschen schwieriger als auf anderen Fiber-Cluster 2. Nee, kann ich nicht ausrüsten. Ey, da ist doch sogar noch so ein Ding hier. Guck mal, so ein Replik. Ich hatte ja da. Nee, ich weiß auch nicht. Alter, das ist. Ich schwör, ne? Hier, versuchen wir, ob die was im Travel gehabt haben. Ja, da rufen ganz viele Traveln ab und packen dann da Sachen rein, weißt du, die sie so gefunden haben, nicht brauchen. Aber ist trotzdem, ne? Also das ist echt schon wieder ein Witz, ne? Also ein Trauerspiel. Aber hier mit denen, dass die Sachen teilweise auch gar nicht verwendbar sind, wie Tickbogen und hier, wie heißt das, Delfinsattel und so weiter, wenn du die Bosse nicht gemacht hast. Das scheint, ich kann mir vorstellen, es schreckt auch einige hier so ab, ne? Also allgemein ist hier auf den Cluster wirklich schwieriger als auf anderen Clustern. Also ich finde es nice, ich habe hier immer gerne gespielt, ich spiele immer noch gerne hier. Aber ich glaube, die meisten Leute schreckt das doch ganz schön ab. Ja, das hier auch nicht so viel Silk, das kommt hier auch noch mit raus. Ich finde es schade, dass hier inzwischen so extrem wenig los ist, weil ich hätte niemals überhaupt woanders angefangen zu spielen, wenn hier noch weiter gelaufen wäre. Deswegen, also aber jetzt aktuell ist es einfach nochmal leider so. Deswegen spiele ich also momentan auch im Cluster eigentlich aktiv. Also sehr aktiv. Hast du noch Hammer? Ja. Und mein zweiter. Also ich glaube nicht, dass er noch was ist. Ich bin auch schon hier durchgeflogen. Dafür bin ich dabei. Egal, wir schauen uns um, was der hat. Und dann, wenn der nicht hat, stören wir den. Warte. Okay. Sagen die nicht. Ja, okay, wir wollten eigentlich nicht zumachen, aber ganz ehrlich, der ist. Aber apropos, wir dürfen echt gar nicht teamen, ne? Ja, weil es eine 6-Mann-Karte ist. Da darfst du nicht aber so teamen. Schauen wir aber erstmal, was der kommt. Ja, hier. Guck mal, Alter, da machen wir wieder bei Teil 3 gegeneinander, okay? Mhm. Oh, das weiß ich noch nicht. Ich hatte jetzt eigentlich irgendwo da oben ein bisschen was. Ich werde den wahrscheinlich irgendwo ausloggen, einfach in den Gebüsch oder irgendwo, weißt du? Das ist versteckt. Also ich habe jetzt nichts so Spektakuläres dabei, als müsste mich irgendjemand da plündern oder so, ne? Gut, manchen ist es ja egal. Also ich glaube, es war hier oben eine Ecke, ne? Also glauben ist nicht wissen, aber ich glaube, es war so oben rechts an der Karte. Ich bin, wie gesagt, so wenig im Wüstengebiet schon hier. Warte. Hier, siehst du, da sind die Felsen. Ich sehe dich nicht, obwohl ich Tech-Helm anhabe. Warte mal, nee, das ist nicht. Das nicht. Doch, ich sehe dich, stopp. Ach hier, hi. Weil wenn, das geht dann wohl. Hier. Also ich befürchte, ich weiß wieder nicht, so lang, aber wir versuchen es. Ja, weil ganz ehrlich, wenn er jetzt nicht gefahrt, ich glaube, dass er nicht. Ich überlege gerade, war das denn hier die Karte, wo ich mir oben rechts gemerkt hatte? Oder? Aber du hast gestern noch nicht mal ein Rest. Bei Teil 2 ist es gesagt, dass man gut ist, dann ist es ausgedrückt, bei Teil 2 und 2 und so weiter. Ja, weil das kleine Butzending da ist, ist ja nicht.
Das ist also leider. Danke. Irgendwo hier an der Seite eigentlich. Wir müssen einfach im Prinzip hier drum rum ein bisschen. Und irgendwo ist hier so ein komischer Tempel, was Tempelähnliches hier. Sogar eher so eine Kirche oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht mehr, wie das aussah. Da geht's halt unten rein. Ja, der Dober ist bloß, wie gesagt, mit hier auf dieser Map, ne, Martin muss sich zurechtfinden. Das ist, bin ich hier so ungefähr hier bei diesem, ist das da, den Grün da? Sollten wir vielleicht mal die Koordinaten aufschreiben. Oh, warte mal, oder war es noch hier? Nein, das ist das, glaube ich, nicht der Eingang. Doch, da gibt es das Eingang. Hä, hey, das ist das aber nicht. Das ist viel kleiner. Oh. Ja, das ist so eine Explorer-Not. Ja. Hab ich anscheinend schon. Das geht jetzt nicht mal so nicht. Ich weiß das jetzt ehrlich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das hier war sogar mein Repi, ne, da unten, der steht. Aber man muss einfach nur in diesem Wüstengebiet bleiben und weiter umkreisen, dann findet man das auf jeden Fall. So viel kann ich nur kurz sagen. Ja, das bin ich. Zack, gehen wir ran. Moin Scania, ne? Alles fit? Scania, weißt du noch, wo dieser Eingang hier war? Ich vergesse nur die scheiß Koordinaten davon. Guck mal. Wir sind jetzt gerade hier. Ne? Und der Typ, der hatte nämlich meine Base geradet. Das wollen wir mal ganz kurz hin toppen gehen, aber. Wenn wir gucken, ob wir einfach toppen können. Ja, Papa, ich glaube. War das alles im Replay drin? Ja, es war ein. Oh nice, hast du einen Rex gefunden. Das ist äußerst praktisch. Ja, den kann man, natürlich, den kann man direkt, wenn es ein Rex ist. Ja, ich meine, weiß ja nicht, was da ein Tool steht. Das ist kein Hoher oder sowas, ne? Aber Tech-Sattel drauf, dann könnte man da irgendwie, Tribe Elite war das gewesen. Dann könnte man mit dem Rex auf jeden Fall die Dings hier raiden. Ja. Yes. Der hat meine Megabase hat er kaputt gemacht, weißt du, das geht gar nicht. Das war eigentlich nur für den Stream. Also mit immerhin leistungsstarken 20 Turrets. Ja. Also das geht gar nicht hier. Ja, hier irgendwie. Mein eroberten Fenrir und mein geklautes Drachenei. Nein. Genau, hier kam ich dann an den Drachen vorbei, hier habe ich mir das Drachenei geklaut. Na, was heißt schwer? Du darfst nicht aufhören zu boosten. Ne? Du musst da wirklich wegboosten. Ne? Die fliegen dir voll lange hinterher. Ich habe gestern einen Fehler gemacht. Ich habe aufgehört zu boosten, weil ich dachte, oh, jetzt sind die garantiert weg. Und dann habe ich dann auf einmal mich umgedreht und habe mich gebrezelt. Irgendwie ein paar Drachen da. Weil ich zu früh gekommen. Du musst die ganze Zeit wirklich durchboosten, wenn du ein Drachenei klaust. Ne? Du musst halt aufpassen, dass dich da keiner erwischt auf dem Weg, ne? Und du hast viel Loot dabei, da wäre ich vorsichtig, ehrlich jetzt. Also an sich kriegst du das gut, aber wie gesagt, muss schnell sein danach. Oh. Ich weiß nicht, wie lange die Akku behält. Kann ich echt nicht sagen. Guck, siehst du? Wie viele Drachen da unten sind schon alleine, ne? Und sobald du ein Ei aufhebst, sagen wir mal hier das hier als Beispiel. Also erstmal, dass wir da überhaupt hinkommen, ohne die Kraft aggro zu ziehen von den Drachen. Dann würdest du alle Drachen auf dich aufmerksam. Ja, das ist schon nah. Ja, die sind schnell. Also, ich
Eigentlich sind Drachen ja nicht besonders schnell, ne? Muss ich ja sagen, aber ich habe jetzt auch nur ein 100% Schwert. Ich habe die jetzt entdeckt. Du siehst. Ah! Du siehst genau das, siehst du? Genau das, siehst du? Das meine ich. Bei Level 10 will man sogar. Ja, ich sag ja, die Einstellungen hier auf den Cluster sind noch eine ganze Ecke anders als auf den anderen Clustern. Ne? Da hast du auch echt was zu tun. Wo bist du jetzt gerade? Ich spawn jetzt mal woanders. Das kann nicht anders. Ja, links. Linke Seite. Dann suche ich nämlich jetzt die rechte Seite oder so ab. Oh, gut, da gibt es auch keinen Spawnpunkt. Oder da oben, ne, oben, da oben waren wir ja eigentlich. Genau, von da kommen wir doch eigentlich, ne? Da? Ach so, nee, ich dachte nur, wenn der Dienstester sagen könnte, wie lange. War nicht. Guck mal da. Also wenn ihr jetzt lange jetzt mit billiger Rüstung oder sowas durch die Gegend düst, Leute, ne? Wie gesagt, das ist hier echt ein bisschen schwieriger. Wenn ihr es ein bisschen schwieriger haben wollt, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Ansonsten die anderen Fireballkraft-Cluster sind da doch ziemlich einfach gemacht. Ich habe deinen Transmitter sogar gefunden. Scania. Nein, von Scania habe ich ihn gefunden. So, da hinten auf der Seite waren wir jetzt komplett, oder wie? Oh Gott, das sieht schon wieder größer aus. Das muss richtig sein. Du bist doch schon wieder vollkommen falsch. Ich habe gesagt, drumherum, da wo die Wüste ist. Oh, warte, 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 warte. Ich habe sie gefunden, Mika. Also ziemlich sicher habe ich die gefunden. Mika, ich suche doch nicht deine Base. Haben wir nicht darüber gesprochen? Ja. Geh mal dahin! Ja, warte mal. Weil ich Augen im Kopf habe. Funktionieren. Hier auf der Seite sind aber keine. Elite, hier. Das Ding ist, das geht tief rein, weißt du? Ja, du kannst allgemein raiden. Das Ding ist, du kannst die Heavies kannst du nicht mit deinem Rocket Launcher schießen. Ne? Das geht einfach nicht. Das ist meine Höhle. Was verstehst du nicht? Das ist die. Denn du gehst in die Kirche rein und gehst nach unten. Wo bist du in diesem Tunnelsystem? Nackt oder wie? Also ich kann gerne was holen zum Raiden. Also so ist es nicht. Dann ist der gleich ganz schnell kaputt hier, auch seine lächerlichen Treffen. Dann machen wir das. Ja, soll ich holen? Ja. Wirklich? Ja. Alles klar, dann finde mich hier, ich logge mich hier aus. Bitte töte mich hier an der Stelle nicht. Ich hoffe, dass mich da auch nichts auffrisst. Aber Gott, hier ist ja auch, guck mal. Ja, da ist da wahrscheinlich seine FOP. Das macht ja nichts. Pass mal auf, junger Mann. Also ich will nicht richtig spielen. Vorschlag. Ja? Nun Vorschlag, ja? Ja? Du weißt die noch? Aha. Ich helfe dir ein bisschen. Also so gut wie ich kann, aber es sind Leute, die versuchen, dich zu helfen. Und dann teilen wir uns den. Ist das so hier? Jo, na, ciao. Ist das so hier, Papa? Hast du einen Transmitter dabei? Nein, aber ich kann. Guck mal, so einen da vorne Oder drauf. ich. Ja, glaube ich dir, aber wir brauchen Transmitter. Ist das hier vielleicht meiner? Nein, aber wir brauchen einen.
dann gehst du wieder einfach in diesen Einfahrtrecht, dann kommst du zu Raiders, dann... Ich raide dich doch nicht mit meinem Originalcharakter, wozu? Ich lade jetzt hier ein paar Dinos hoch und lade die gleich hier runter und dann gehen wir da rein und brezeln die weg, ganz einfach. Ja, natürlich. Das, okay, jetzt bin ich bei Folge 3 gegeneinander. Du musst mir allerdings ein Dings besorgen, hier drin. Warte. Hast du ein Repli dabei? Nee. Ich kann's dir mal kurz was machen. Pass auf, mach das mal eben kurz. Ich logge mich hier vorne aus, ich bin gleich wieder da. Ich hole eben zwei, drei freundliche Dinos, dann brezeln wir den Typen weg. Dann zeigen wir denen mal, was Elite bedeutet und mit herzlichen Grüßen. Das Ding ist allerdings, wir haben ein Problem, ne? Ja. Wenn die online kommen, wir haben keine FOP, ne? Doch, dann bringst du es dann wieder weg. Hier ist auch noch eine Baseball, nee, guck mal. Ja, aber es ist eigentlich wirklich scheiße, du hast recht, ne? Wenn ich das ganze Zeug drüber travel, ich weiß nicht. Oh, warte mal ganz kurz, ich nehme aber noch mal ein Passwort. Worin soll ich denn gucken eigentlich? Was denn? Natürlich kann ich travel, warte. Ja, ich würde das einfach danach. Könnte aber zerstören. Du machst ja gleich auch einen Transmitter, damit ich die Sachen runterladen kann und den auch öffnen. Nachdem wir es gemacht haben, werden wir jetzt schon weg. So, irgendwo ist was weg und dann wir. Dann machen wir bei Teil 3 wieder gegeneinander. Aber du musst danach genau. Dieses, dann hier diese Fische wieder gegeneinander weg machen. Keine Sorge, das mache ich dann schon. Versuch wohl, an diesem Einfallungsmittel, was dauert wohl. Ich hoffe, weil das Teil ist blau. Boah. Das wäre eine freundliche Visitenkarte da. So, pass auf, jetzt müssen wir ganz gucken. Was kann man denn mal schönes Chips hier hochladen? Erst einmal müsste das zu Ende geladen haben. Ich brauche ein bisschen Metall, sonst muss man nachher was abreißen. Ja, beruhige dich doch. Oh mein Gott, du machst mich wirklich fertig. Was danach kämpfen? Warte mal, wir machen morgen Teil 3 weiter. Wir raiden den Typen doch jetzt. Ist das nicht cool genug? Wir müssen aber ganz kurz unseren Tribe vereinen, ja? Wenigstens ganz kurz. Danach lieben wir wieder und zerstören alles, okay? Ja, gute Idee. Weil sonst ist das nämlich, ich weiß nicht genau, wir haben ja so harte Regeln. Und wenn ich das jetzt noch schaffe, nach über einem Jahr tatsächlich dann auch noch. Das ist doch für diesen Einfahrtwolken, dann wenn es doch, dass es dann damit mitgeworden ist. Muss man gucken. Sagt ihr mir nachher, wer ich was ich hier drin habe? Ich mach das von denen hier kaputt, das ist einfach kaputt. Ja, mach kaputt, was du immer kaputt machen willst. Also sollten die tatsächlich mit ihrem Zeug online kommen, dann hole ich halt noch das Zeug. Oh, ist weg. Ach, ja klar. Ey, warum packt denn so mein Spiel? Lass es doch spielen. Okay, ich mache ja auf jeden Fall, mache das ganz easy, mache so die Trans einfach. Brauchen wir auch kein Stuff. Mit die Trans machen. Du gleich. Ja. Wird die gleich vernichten. Hauptsache, du placest mir den Transmitter dahin gleich. Ja, ich werde ich weiß nicht, ob du schon irgendwelche Künstler dabei hast. So. Machen wir also jetzt die dran und klatschen die weg. Aber die werden auch, das geht nach unten hin, ne? Wenn man eine private Base kennt, der weiß, dass das nur der Bruchteil dessen ist, was irgendwo steht.
Mein Charakter? Sehe dich gerade, deswegen baue ich das einfach bis dahin, wo du gerade stehst. Okay? Du musst den. Warte mal ganz kurz. Ja, Hauptsache, du nimmst mich danach auf. Ich sehe dich gerade nicht. Weiß ja nicht, was er da genau hat, ne? Wenn ich noch irgendwo was versteckt liegt irgendwo. Ja, aber können wir nachher noch machen. Aber der Fakt ist, wir bauen jetzt keine FOP, von daher müssen wir natürlich gucken, dass wir Glück haben, dass er gerade nicht online kommt. Aber sonst macht das ja nichts, dann machen wir das morgen notfalls nochmal mit Ach, FOP. wir können jetzt eh wollen. Die sind gerade nicht Die online. kommen weg, also mir ist scheißegal, wie viele tausend Tools da unten sind. Easy weißt du nicht. Also du siehst nur das, was der da draußen zwischengebaut hat. Und der hat sich ja schon eine interessantere Pop gebaut, ne? Da hat sich schon gedacht, ja, den brauchen wir ein bisschen mehr. Nice aus, so Maximum reicht mir jetzt auch schon. Also eine Sache hatte ich da jetzt eigentlich auf der Suche, dass man seine Sachen jetzt anders safen kann. Heute ist auch echt alles dabei, ne? Jetzt hat man schon PvP. Wurde hochgeradet, Mika hat mich geradet, der andere hat mich geradet, heute haben hier schon alle geradet, also hier ist der Weg anstrengend, ja. Ja, wenn er da Loot hat, dann teilen wir uns das natürlich. Jetzt machen wir den schon, so. Also wenn ihr auf so einem Cluster spielt, spielt ihr ja im Prinzip denselben Account, da könntet ihr theoretisch auf viele verschiedene. Chars haben. Ihr habt immer mit euren ganzen verschiedenen Chars auf denselben Cluster Zugriff auf denselben Download. Upload, Entschuldigung. My friend, wo bist du? Das bist du, also du hast deine FOP, warum hast du nicht gleich ein riesengroßes Reklameschild da drauf geschrieben, hier sind wir oder sowas in der Art? Kannst du mich hier kurz aufnehmen, Tribe hier oder so? Dann wieder rausschmeißen. Mit Strohhüte, Alter. Das ist so wie damals hier, Dings, der Olympus, wie die Old Smoky, hier die eben, also das war ja nachher nicht mehr Old Smoky, ne? Aber die haben ja gefoppt, da haben die so ein Dings gebaut, eine Strohhütte, ein Bild in Meme-Gestände geschrieben. Wir vom Old Smokey haben die ja geschrieben. Mit der Strohhütte. Das ist natürlich jetzt provokativ, Mika. Also du bist wirklich schon fast ein Arsch, muss ich dir sagen. Also ehrlich. Hast du geboostet? Ja, es gibt kein Warte mal, ich brauche ja diesen. Achso, das muss man bauen, ja. Du hast dein Repli so zugebaut, dass du da nichts bauen, nichts craften kannst, ne? Also ich check das nicht, Alter. Also bauen solltest du lieber lassen. Aber kannst du mir hier mal endlich so einen Scheiß-Transmitter einstellen? Na, ich will nichts erklären, ich will da jetzt reinlatschen.
Ey, pass mal auf, kleiner Mann. Der Typ da, ne? Der hat meine Base kaputt gemacht. Ich will jetzt einen Transmitter haben, dass ich den einreißen kann. Ach, das stört mich mal. Oh, guck mal, der hat da sogar Sachen. Es gibt doch endlich den scheiß Transmitter her. Ich kann ja nicht drauf zugreifen. Wie kann er das denn? Kann der sein, oder was? Geheimatrick, oder was? Ey, ja, da kannst du keinen Transmitter bauen. Da sind wenige Fasern drin. Also der Typ ist aktiv, ne? Also der wird wohl gleich garantiert hier anklopfen. Nee, das sind zwei. Das sind zwei. Ja, jetzt gerade sind wir nur noch zu zweit, das stimmt. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht wiederkommt. Ach. Pass auf, ich möchte dir nur eins erklären. Wenn man Raid erstens macht, man einen Vorpass, machen wir jetzt gerade nicht, weil wir zu faul sind. Aber das Wichtigste ist, man fängt früh an, Tiere rauszuschmeißen, weil man Cryo-Sickness-Timer hat. Das heißt, umso länger wir hier dumm rumstehen, statt endlich die Viecher rauszuschmeißen, umso weniger Viecher haben wir nachher für den Raid. Aber vielleicht reichen wir auch zwei. Wir versuchen es einfach mit zwei. Aber ich nenne es einfach jetzt mal Suizid. Ey, es ist ja krass, das Bild. Schau mal, jetzt, dass du es posten kannst. Ich hab da, Jupi, ich hab gerade das Bild gesehen. Krass, Alter. Ja, dieses Bild. Habt ihr den gecaged oder was? Was, Mika? Was meinst du denn jetzt? Ich verstehe jetzt nicht. Kannst du bitte den Transmitter mal ablesen? Oh, endlich. Kannst du bitte davon wegbleiben? Meine Füße. Ach, das sind ja noch die alten Dinger hier. Ja, stimmt, da sind die aus der Ecke raus. Obwohl, nee, stimmt, hier sind die Einstellungen ja anders. Hier hat man nicht so OP-Mega-Monster-Viecher. So, pass auf. Bist du da noch dran? Am Transmitter. Hier, kannst du den bitte rausschmeißen? Ja, hier vorne bitte einmal. Hier, wo ich gleich auch einen rausschmeiße. Genau hier, bitte. Okay. Ah, ich hab das nicht gut, ob wir wirklich satt sind. Wir müssen satt sein, sonst ist das Spielchen ja nicht. Darf ich eigentlich auch einen? Ich weiß nicht, wie das funktioniert bei dir. Mit der Steuerung kann ich dir ganz ehrlich... Doch, ja, dann herzlichen Spaß dabei hier. So, ja, ich hab dir mal... Guck mal nochmal ins Inventar. Ich glaube, ich hab den Metall reingetan. Ey, warte mal, du hast deine Sachen dabei. Safety, Mika. Aber Safety auf jeden Fall. Und Betten. Hast du Betten geplaced? Ja, natürlich. Perfekt. Also Safety-Sachen, falls du keinen Platz hast, sag Bescheid, ich habe auch Tresore. Ich habe alles. Weil wie gesagt, das wird ein Suizid dran. Ich gehe jetzt auch nicht raus, bevor ich nicht tot bin. Also mir ist das super, wenn ich das Spiel verliere. Lieber noch abschließend Schaden machen und einmal sterben. Interessiert mich, ich habe eh nichts dabei. Ja, ich auch. Deswegen, ich kann in Ruhe sterben. Wahrscheinlich hat da oben in der Hütte auch was drin. Da kommen wir natürlich mit dem Magmas erstmal nicht so weit ohne weiteres rein. Dann müssen wir das wahrscheinlich direkt wegschießen. Ach, guck mal, kann er hier so feuern, ne? Du musst den aufladen komplett. Du hältst den Knopf gedrückt, bis er auf 100% steht. Genau. Jetzt auf 100%, lass los. Und jetzt feuert er. Siehst du das? Ah, so, das heißt, du gibst jetzt Vollgas, guck wie ich. Irgendwo müssen, habe ich Truels gesehen, auf deiner Seite, glaube ich. Siehst du die? Ja, die fallen auf. Jetzt machen wir erstmal Schild kaputt. Jetzt machen wir erstmal Schild ordentlich kaputt. Und du siehst, wir sind hier auf Scorched Earth. Das lädt so schnell auf 100%, der ist gleich... kann gleich heulen gehen hier. Mir nicht. Einfach alles hier wegrennen. Und denk dran, Gesundheit, die Loot hier einzusammeln. Ja, natürlich. Sag mal, ich höre bei dir nicht schießen. Auf deiner Seite war noch Truels oder nicht? Wo bist du denn? Papa, machen wir erstmal so. Ach so, noch was. Wenn die Heavy Truels haben, dann musst du ganz nah dran, ne? Okay, du weißt, ja? Machen wir erstmal alles kaputt. Ja, wenn der Tür clever ist, ist egal. Können wir so machen. Ja, ja.
Ja, also, klar. Als Abend. Oh jo! Hier der kleine Jenny, der muss zerstört werden. Warum brennt er nicht? Ah, ja. Ist der kaputt? Ja, brauchen wir den. Muss ich den Akku? Das war sogar seiner, die Atro, ne? Da müssen wir gleich reingucken. Siehst du die komische Atro hier vorne? Und hier die Turret müssen wir kaputt machen. Dann gucken wir erstmal, was wir hier. Ja, das war jetzt echt langweilig, ne? Muss ich mal so sagen. Was machen wir erstmal das? Ja, hör mal auf zu brennen, ne? Du brennst mich auch ab, wenn ich jetzt abspringe. Dann tötest du mich. Was? Guck mal hier rein. Nein, da hat er nichts drin. Alles klar, das war aber seine Atro hier. Hier, komm hoch. Hier war ein Bex. Hier, komm hier hin. Hier, Schmiede gibt's hier einmal. Ja, nur Scheiße. Siehst du? Das ist wohl ein Witz, ey. Mehr hat er nicht mitgenommen, um mich zu raiden. Ach, ey, komm, weiter geht's hier. WTF. Aber hier ist dein... Hier war doch dein... Genau, da ist die Base drinnen gewesen, nach unten. Aber unten. Die Frage... Ja, das ist ganz weit nach unten. Das wird cool. Komm. Das ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Pass auf, ich springe ab und gucke, ob da Turrets sind, ja? Wenn er welche erschossen. Ja, ist nicht schlimm. Ja, das sind Turrets. Du hast ja ein Bett gehabt. Ja, das. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Das ging jetzt hier nämlich tatsächlich bei. Hä? Warte mal, wo war das denn jetzt nochmal? Ah, hier, ja. Wir gucken jetzt mal, ob wir das von da draußen weggebrannt kriegen. Wenn er da reinspuckt oder so. Aber ich vermute mal auch, dass da Helvis sind. Wir gucken mal jetzt. Ah, guck mal, von hier, wo ich bin, ich kann ihn feuern. Ja, kannst du reinfeuern? Perfekt. Man hat mal hier. Gucken wir mal, ob das so dazu geht. Warte mal. Kannst du ja notfalls sogar mit, Ich glaube, drin ist irgendwas. Das denkst du das auch? Du kannst auch notfalls, glaube ich, mit deinem Rocket Launcher da rein feuern. Ah, ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's gehört. Was ist das? Durch die Fenster, sag ich doch. Also, was mit dem nächsten Fenster? Will ich denn jetzt hier? Also, wenn man da was trifft, glaube ich nicht. Ah, guck mal einer an. Habt ihr das gesehen, was ich gesehen habe, Leute? Die wollten hier sogar auch noch weiter bauen. Guck mal bei mir. Hier, wie sehe ich das? Ah! Ja, brenn weg, Mika. Ja, warte mal, ich hab meine Frage. Guck mal, da geht's ja ganz nach unten, oder? Ja, da geht's ganz nach unten, ja. Du musst das hier irgendwie da drinnen treffen, da. Versuch doch mal von deiner Seite. Machst du da was? Ja, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Also ich höre bei mir die ganze Zeit was fallen. Das geht von rein. Kann man auch Tri-Block mal kurz reingucken? Ich hab schon wieder was fallen gehört. Ja, da fällt doch die ganze Zeit was. Boah, mir backt das gerade. Schau mal, wie viel noch da ist.
Ja, bei mir geht's gerade irgendwie nicht weiter. Guck mal, bei mir, es geht runter. Komm mal. Ja, Mika, du sollst einfach drauf feuern. Mach's doch kaputt, du bist doch auf der richtigen Seite. Das ist Firework of A. Guck mal, da sind sogar die meisten Zuhörer schon weg. Ich seh's doch. Von außen, die Teile sind doch schon weg. Aber da ist noch eine Reihe, ist da noch. Ja, die ist jetzt auch weg. So, und jetzt können wir gucken. Pass auf, ich opfer mich wieder, ja? Sei denn, du hast einen Tech-Helm, dann können wir natürlich eben Tech-Helm machen. Das ist natürlich leichter. Nicht, ich geh jetzt rein. Kannst kommen. Mika, kannst hier reinkommen. Oh, da ist eine Turret im Mesh. Vorsicht, warte mal. Hast du noch irgendwas zum kaputt machen? Guck mal, siehst du die Turret hier? Oh, die schießt jetzt gerade nicht auf mich. Hier ist nur 9 Elemente, so ein Vorschild. Da ist sogar auch noch eine Turret, aber die schießen nicht. Hier, komm hier hin. Hier. Das Wichtigste, der Jenny da, siehst du den? Achso, das ist die Munition einfach nur. Ah, ich brauche meine Waffe. Warte, ich komme sofort wieder. Ich will auch ein Schwert haben, ja? Ja, noch fünf. Ja. Wo war das denn hier? Da. Wow, er ist auch in dem Moment. Ja, mein Spiel. Ich muss reinkommen, nein. Ja, wir müssen da jetzt natürlich so ein bisschen Gas geben, ne? Also, das müssen wir schon kaputt kriegen, alles. Ja, also wir haben jetzt mal eben der seine Turret, ohne dass wir irgendwie groß Schaden gekriegt haben. Außer der eine Test natürlich. Was wollte ich nochmal haben? Mika Schwert, ne? Ja, der wird so ausrasten. Aber ich kann ja einmal ja nur zum Ausprobieren, ob da was ist. Weil ich habe ja nichts gesehen. Weil ich ja auch kein Tech-Helm auf. Nein. Du meinst, dass wir gestorben, dass wir getötet werden? Kann ja sein, wir sind. Naja, klar. Was ist denn der Begriff, da Rocket Launcher. Boah, ey, ich bitte, der wird so aus. Ich hab doch nicht gemacht, Luft aus. Wenn ich die so gemacht habe, macht der Bilder. Das geht dann. Wie heißt das? Elite. Elite-Pop. Ja, dann treiben wir davon, dass du das so. Dann wird der Winde dann rein ausrasten. Wollen wir das machen? Ja, so ähnlich können wir es machen. Jämmerlich. Jämmerlich. Ach, ja, so. Ja, so Zuschauer hingelaufen, alle weg. Komm schon, Leute, so schrecklich ist das nun auch wieder nicht, was wir hier machen. Ich meine, guck mal, wir sind schon echt todesmutig gewesen. Wir wussten jetzt nun mal nicht, was da jetzt überhaupt war. Und mal abgesehen davon, sind wir noch nicht mal irgendwie in der Nähe von. Dinge hier kaputt. In der Nähe von fertig. Ja, ich bin fertig. Komm. Ja, wenn du was verloren geht, dann hast du nicht weg. Ja, ich hab jetzt nur ein bisschen weg. Warte, Mika, ich muss noch was kurz hier abpolieren, das ist irgendwie merkwürdig. Ja. Oh, so traurig sind wir nun auch wieder nicht. Weißt du, komm, los. Ja. 13 Leute, ist nur noch einer. Ah, warte, nicht so schnell. Okay, komm rein, ich bin mir die Welt. Ah, doch, sammeln sie sich auch wieder. Perfekt. Stürmen wir die Base! Fangen wir oben an, alles kaputt zu machen, würde ich sagen. Alles kaputt. So oder so. Was denn dagegen? Cool, der hat sogar eine Ammo-Box da stehen, ne? Alles kaputt machen, so oder so. Guck mal, der hat sogar für uns hier schon vorgecraftet, dann haben wir ein paar Schaden. Papa, wir gucken gleich. Alter, will er mich verarschen? Der Jenny da oben, der hat die Tür jetzt hier, ja, wir müssen aufpassen, ne? Wir können uns gegenseitig töten, ne? Ach so, da fällt mir gerade was ein. Ich habe extra das hier angezogen wegen, das ist schon der Grund. Ich bin schon lustig, gar nicht.
Ja, du bist ja auch noch gar nicht am Ende angekommen. Vorsicht, stopp, warte mal. Fundamente. Okay, weiter. Du müssten eigentlich rot angezeigt werden, glaube ich. Rot war das. Hä, aber ist doch eine Schuld, oder nicht? Nein, ach, die Viecher sind alle hier unten, Mika, aufpassen, ne? Natürlich jetzt ein bisschen doof, wo du nichts dabei hast, ne? Nein. Ja, das Main-Ding ist hier doch gar nicht. Ganz nach unten müssen wir eigentlich. Ja, wäre besser gewesen, du hättest jetzt doch vier Sachen mitgenommen. Weil hier gibt's auch Rubble-Golems und sowas. Und weißt du was? Lass uns einfach nach unten kommen. Lass uns. Ja, aber weißt du was, wenn die online kommen in der Zeit, wo wir die ganzen doofen Fundamente von denen kaputt machen, ist auch scheiße. Mal abgesehen davon, dass die Fundamente uns den Rückweg sichern, dann sind da nicht ganz so viele Viecher, die spawnen, weißt du? Weil umso mehr Strukturen und so weiter, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn, Langeweile, Langeweile. Warte! Stopp, das sind. Genau. Ja, Danke. toll! Och Mann, warum haben sie mal dieses, dass man sich gegenseitig töten kann drin? Ja, sorry, Mika, tut mir echt leid. Warte mal ganz kurz, bist du noch verfügbar? Oder bist du schon gespawnt? Ja, warte. Ah, ja. Ja, ich muss erstmal irgendwo. Hier, genau. Mein Gott, diese Kampfmusik, die nervt aber gewaltig. Die haben ja Xbox-Spieler immer, ne, oder? Ja, warte, Mika, ich sag dir sofort Bescheid. Ich muss ja auch das hier erstmal bauen. Nein, wir. Ich mach gleich noch was. Keine Sorge. Aber lass uns nur eben kurz den Typen hier eben zu Ende bringen. Ja, den will ich auch. Ich will gucken, was der hat. Aber was hat der voll den. Scheiße! Links da, Akku. Ja, wo ist die jetzt? Der ist denn da was? Komisch. So, Moment, bitte. Hier habe ich so irgendwas hier genau. Jetzt muss ich einmal eine kurze Stelle finden, wo ich das überhaupt lasen kann, Mika. Ich hab gleich ja wieder alles voll gespammt hier. Und dann müssen wir ein bisschen Abstand halten beim Verstellen. Scheiße, Alter. Die Fundamente sind noch zu nah von dem. Bitte? Das ist nicht mehr so. Und dann laufen wir bitte zu dem durch, wie ich es gesagt habe, dass wir uns gegenseitig noch daran totkloppen hier. Macht echt gar keinen Sinn. Also hier kann ich auch noch nichts lesen. Er muss dann warten. Ich muss ihm gucken. Okay? Weißt du was? Vielleicht macht es auch echt einfach Sinn. Ich meine es. Nee. Nicht geil, hier sind so viele Viecher, du stirbst doch sowieso. Ich will mir diesen ganzen Ärger nicht anhören. Lass mich doch einfach, guck mal hier. Ey, das gibt's doch jetzt gar nicht. Warum hab ich immer so ein Pech? Die Viecher sind so nervig, ne? Hier auf dem Kasten. Das ist so krass, ne? Schon wie bei PvE, mal damals hier. So. Auch nicht. Da steht ja auch schon was rum. Also 10.000 Atros. Der hat überall gespammt, ohne Ende, ne?
Hallo. Ich kann nicht reinplacen hier. Yeah, jetzt ist doch echt zu kotzen. Du musst eigentlich nur dein Tech-Zeug nehmen und komplett nach unten fliegen. Die... Oh. Ja. Weißt du, ganz ehrlich. Das wird schon langsam lächerlich. Das wird wirklich langsam lächerlich. Wo war das jetzt hier? Wirklich, echt, die Viecher, die töten dich hier wirklich instant. Das ist echt aufpassen. So. Am besten, wir nehmen jetzt einfach mal vernünftiges Equipment, damit man da auch einfach mal eben durchkommt. Was hältst du von der Idee? So, und wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir unser Zeug, gehen da runter, machen deinen Scheiß da weg und dann bauen wir uns dein Bett hin. Ganz einfach. Wie bitte? Ja, ich crafte das jetzt eben. Ich crafte das jetzt eben, weil mit diesem Billigstoff musst du einfach nicht durch. Vor allen Dingen eigentlich brauche ich auch Flak. Dann gehen wir dann arbeiten und ganz langsam vor. Genau. Oh, einfach dabei sind. Wie kann man eigentlich so verfressen sein, Alter? So, pass auf, du wirst gleich genau das tun, was ich auch tue. Durchfliegen zu dem da unten, über die Viecher hinweg, weil, wie gesagt, die machen echt mächtig Aua auf die Rüstung. Die zerschellen wirklich ohne Scheiß die komplette Rüstung. Ja, und danach ist, wie gesagt, der Widerstand hier auf dem Cluster ist so heftig niedrig, du bist so schnell kaputt als Spieler. Da musst du richtig aufpassen. Sobald du ein, zwei Hits bekommst, bist du einfach mal tot. Das ist leider so. Und deswegen, da müssen wir jetzt mal ein bisschen schauen, dass uns genau das halt einfach mal nicht nochmal passiert. Das ist eigentlich total easy. Nur bitte, nicht ausweichen, nicht abspringen, nicht unten hingehen, keine Ausflüge, bitte. Warum nimmst du eigentlich einfach das Lava-Fliegen? Ja, das nehmen wir jetzt auch mit. Ja. Das nehmen wir jetzt auch mit. Aber erstmal fliegen wir dann runter zu dessen Base. Ganz einfach. Können wir das vielleicht so machen? Weil ich das gesehen habe gerade. Vertrau mir, verlass dich auf mich, mach das genauso, wie ich es dir sage, und ich schwöre dir, wir kommen da lebend raus, inklusive, dass alles kaputt ist danach. Moment. Okay? Ich versuche es wirklich, aber ich kann es nicht versprechen, dass es nicht weit finden. Du meinst zuhören? Nein, ich kann das zuhören. Nicht, aber. Das ist da, also überhaupt kein Thema, pass auf, wir machen den jetzt einfach kaputt. Hast du auch noch eine Cryo? Die waren noch hier, zwei Stück, habe ich doch. Ne, ich hätte meine noch. Mika, du brauchst aber auch eine Cryo noch. Damit du einen den Magma einquallen kannst. Oder warte mal, ich quall lieber beide ein. Ja, ja, du kriegst jetzt sofort deine Sachen. Geh mal bitte da weg. Ich hab nicht verstanden. So, pass auf. Nee, du hörst mir jetzt weiter zu. Sobald wir dort ganz unten sind, ne? Und wir auf den Magma sitzen, ne?
wechselst du die Tech-Rüstung, die du gerade jetzt anziehen wirst, hoffe ich, ja, gegen exakt diese Sachen hier. Aber erst dann. Oder falls vielleicht zwischendurch was kaputt geht. Habe ich dir Tech-Waffen schon gegeben? Ja, habe ich schon. Habe ich dir wirklich Tech-Waffen gegeben? Du hast mir nur MC. Gut, pass auf, uns fehlt doch Element. Ja, Element. Gerade mal aufgefallen. So. Aus so einer kleinen Sache, da wird jetzt sowas groß, ne Leute? Eigentlich ist das wirklich eine Sache von 10 Minuten, hätte jetzt alles weg sein müssen, aber wenn wir uns jetzt etwas doof angestellt haben, dauert es vielleicht auch 2-3 Minuten länger. Echt leid. Das Schlimmste ist, ich habe so einen schrecklichen Orientierungssinn, das waren wir echt mal direkt unten gewesen, aber da war schon meine Rüstung verschellt, weil ich ja zwischendurch nach den Plänen hier geguckt habe. Und ja, jetzt holen wir uns hier die... Element hast du auch, ne? Nein, lass mich doch einfach nur zum Tempel laufen. Das dauert einen kleinen Moment. Ich muss die einquallen hier. Ich hab immer noch ein bisschen Angst. Pass auf, du fliegst. Nein, du hörst jetzt zu. Du bist auch viel zu nervös. Du musst gleich einfach nur ein bisschen höher fliegen. An der Decke lang. Da sind zwar irgendwo Megalanias, aber flieg dir nicht in die Arme. Nein, die wollen nicht mit dir schmusen. Die hängen da, um dich zu töten. Aber die da unten sind viel schlimmer. Solange du in Bewegung bleibst, ne? Die haben jetzt keinen Eim oder sowas. In der Luft in Bewegung bleibst, kriegen sie sich eigentlich nicht. Solange du nicht zu dicht an die drankommst, selbst wenn du Akku kriegst, einfach weiterfliegen. Pass auf, ich zeig dir jetzt mal ganz kurz, der bei dem hier, der wird mir jetzt folgen, siehst du, flieg ich einfach weiter, siehst du das? Ja. Der arme Lahme, der würde mich jetzt niemals kriegen, siehst du das? Wenn ich jetzt nervös werde und runterhüpfe und ihm sage, hey, hallo, hä? Ne? Also, dann wird er mich töten. Also, so. Und wenn du versuchst, den zu töten, dann am besten, nachdem er gespuckt hat, sofort dann dahinter draufstellen. Fertig. Oder mit dem Knarre um. Ja, aber nicht auf mich schießen, nicht auf mich schlagen. Ja. So, wenn ich nämlich gleich wieder halb kaputt bin, ne, dann komme ich da nämlich auch nicht weiter und du weißt, auch nicht. So, pass auf. Und jetzt geht's einfach nur den Weg möglichst weit nach unten und gleich geht's dir in die Luft. Ich bin ehrlich. So, pass auf. Gleich. Oh, was ist das? Von wem ist das hier noch? Schmiede? Das braucht ja keiner. Granaten! Das sind doch nur diese ganz normalen, die machen nichts. So, hier, pass auf, der guckt vielleicht immer, dass du über die Viecher hinwegfliegst, ne? Auch nicht dran stehen bleiben, kämpf nicht gegen die Mistviecher, die machen echt die Rüstung kaputt, das macht keinen Spaß. Und denk dran, die haben hier wirklich, wirklich Schaden, ne? Nicht so wie hier auf normale Fibercrafts, wo du die hier wegpustest, ne? So, und jetzt also, da unten sind die ersten, geh hoch. Ja, den lassen wir einfach. So, siehst du, wo ich hier bin? Ja. Weiter. Hier runter. Da kommt ein Golem, weiter. Nicht stören lassen. Einfach nicht stören lassen. Weiter. Hier gleich wieder hoch. Siehst du mich noch? Sag, wenn du mich verlierst. Vorsicht, spucken jetzt. Weiter? Das macht Spaß. Bis. Hab ich eben. Also runter und weiter. Ich hoffe, du bist noch bei mir. Ja. Weil die machen nämlich auch gleich Aua. So, die spucken nämlich auch wieder. Aber nicht dran stören. Einfach weiter. Die kriegen dich nicht. So, und jetzt rechts rum. Nicht geradeaus. Nicht geradeaus. Aber warte mal. Hier sind eben auch noch Atropleuras. Okay, pass auf. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt müssen wir leider hier runter. Nicht schlagen, ich schlage. Geh weg von mir. Was? One-Hit, Alter! One-Hit! Ey, komm schon, das ist doch übertrieben, Alter. Was sind das hier für Einstellungen? Das ist so übertrieben. Das gibt's nicht. Ja, bleib bitte da irgendwie, ja? Nee. Ah, scheiße, scheiße. Oh, ich sehe schon die Kurz, da ist die Base. Ja, da ist die Base. Warte einfach, ich komm wieder. Ja, versuch da einfach vor zu fliehen. Ey, das gibt's. Wenn du schon was tot kriegst, ne, was du abgeschossen kriegst, vor allen Dingen der Typ, der mich gerade getötet hat, bitte schieß den ab. Alter, das war jetzt aber wirklich ein bisschen, ja, also. Ist das ist schon etwas OP, ne? Viecher, also. Ja.
Ja, aber Mika. Der Plan, der wäre jetzt als nächstes gewesen, dass die Viehs tot, wir setzen es auf die Magmas und machen den tot. Aber die Dinger sind ja so krass scheiße drauf. Die haben so schlechte Laune. Das ist nämlich Dings hier. Lack. Jetzt weiß ich auch, warum hier immer so viele Leute den Cluster verlassen. Ne? Endlich ist es nice, dass das schwieriger ist, aber für die meisten ist das wirklich mega abschreckend. Könnt ihr auch kein Bier ranmachen, also kommen wir jetzt nicht mit, nehmen wir Bier und One. Nein, geht ja nicht. Du wirst da wohl weniger getroffen. Aha, haben wir ja mal gesehen, ne? Ich weiß es nicht, haben wir das? Doch, das ist doch kein Scheiß, Alter. Nein, weil ich habe noch nie Bierans gemacht, also kann ich auch nicht damit gestorben sein. Weil ich das noch nie gemacht habe. Weil immer da, wo ich gespielt habe, gab es kein Bier. Wir haben gefragt, was noch in dieser Höhle da? Davon haben wir was für eine Höhle? Hast du irgendwie schlecht geschlafen? Pass auf, konzentrier dich jetzt hier drauf, dass dieser Atropleura weg ist. Ich bin sofort wieder unten. Jojo, jo, ich lebe noch. Alles gut. Ich kann nicht wissen, dass hier weg ist. Ich soll mich nicht in Gefahr bewegen. Du sollst den Typ mal, dieses Atro. Nein. Knall ich dann gleich im Kopf rum. Da gehe ich nicht nochmal so nah dran, die sind ja wohl echt verrückt. Die sind ja wohl echt meine Fresse. Also ich habe alle vier Füße abgeschossen. Ja, die Atroflora fliegt aber nicht. Und dieses untere Teil, da ist auch groß. Das bewegt sich nicht mehr. Und das sieht doch irgendwie. Ja, schön. Mika, pass mal auf. Ich schau natürlich mal. Boah. Slalomlauf hier, weißt du. Die ist wirklich tot, ich laufe nämlich jetzt rein. Ja, die ist tot, du hast recht. Erstmal verprügelt. Das ist so. Wohl sind ganz viele von diesen Tiefen, aber die haben damit einzeln. Natürlich sollst du auch einen benutzen, aber warte, warte doch mal bitte. Darf ich mal die Viecher töten kurz? Du lockst, du, nee, hör auf, du ziehst die hin und her. Nachher schießt die mir dann auf den Kopf hier. Lass mich eben kurz hier alles töten. Ich muss auch noch Metall reinmachen. Dann kannst du hier runterkommen und kannst dasselbe gleich tun. Soweit habe ich noch nicht gedacht. Ich wollte jetzt einfach nur das töten, was hier ist. Weil, ja. So, pass auf, Mika. Lass mich mal sehen. Wo, wie weit geht die denn? Also, geht hier so, da hinten ist ja dieses Teil hier. Scheiße, ich hab falsch ausgekapselt. Pass auf. Ich hab jetzt Timer. Komm bitte zu mir. Komm einfach her. Wir schaffen es trotzdem. Ja, das ist traurig. Aber wir können damit leben, oder? So, pass auf, hier komm her. Ich freue mich so sehr gerade. Komm her. Hier. Nimm dir den. Nicht rausschmeißen, ne? Genau, jetzt pass auf, jetzt gleich folgst du mir. Ich muss erstmal warten, bis mein Timer zu Ende ist. Boah, vielleicht kriegst du das ja auch alleine kaputt, komm mit. Flieg. Warte. Ich mach ganz kurz hier mein Dings hier an meinen Tech-Helm an. Nicht, dass ich in den Schuh jetzt reinfliege. Hä, warum geht das jetzt nicht? Er packt gerade. Ich habe keinen Tech-Helm auf, deswegen. Komm hier weiter. Bist du noch bei mir? Ja. Pass auf. Hier haben wir jetzt zwei Spielmöglichkeiten. Hast du einen Raketenwerfer? Habe ich einen? Nein. Okay, dann haben wir die nicht. Pass auf, siehst du das Ding da hinten? Ja. Den Jenny? Der muss kaputt. So. Von hier aus müsstest du eigentlich durchlaufen können. Also drop den hier raus. Hier. Schmeiß raus, hin. Jetzt Metall rein. Gucken, ob er satt ist. Ist er? Metall rein. Achso, Entschuldigung. Dann habe ich das noch. Dann habe ich das nicht rausgeworfen, ne? Hier hast du Metall. Ja, und jetzt gehst du hier einfach los. Zieh deines Weges. Du kannst damit auch die Viecher gut töten, ne?
Das ist ein anderes Problem. Au. Versuch, wenn er nicht kaputt geht. Doch, geht er? Das stimmt, das ist ja kein Ding, das hier von denen. Mach einfach weiter. Genau, nice. Weiter. Komm her. Du machst es gut. So, und sobald du True erziehst, musst du ganz nah dran laufen und die wegbrennen, ne? Ja, du machst es gut. So, nach rechts rum war ja der Jenny, erinnerst du dich? Genau, da gehst du hin zu den Jenny. Du musst näher an den True dran, die, wenn du zu weit weg bist. Warte mal ganz kurz, ich sag dir nur warum. Wenn du zu weit weg bist und du sind Heavy-Munition, die Heavy-Tools, die schießen die Feuerbälle ab. Deswegen musst du bei den Kackdingern nah dran. Ja. Aber es reicht dir auch, wenn du den Jenny wegmachst. Dann hast du alles aus. Siehst du den Jenny? Genau, brenn den weg. Dann hast du die Tools da hinten aus. Bestimmt. Ich glaube nicht, dass er da noch einen hat. Okay. Ich muss dich einfach ein bisschen näher ran. Ja, warte mal. Ja, hier drinnen sind es nur 14 Grad, deswegen. Muss ich einfach näher dran. Oder kommst du da nicht dran gelaufen? Ich würde jetzt näher ranfliegen, aber ich werde da weggeschossen, wenn ich da ranfliege. Hast du kaputt? Ja. Tu es aus? Ja. Immer ne, versuchen, ja oder nein? Ist aus? Ja. Gut, dann töte jetzt die Viecher, die da sind, damit ich da hin kann. Warte, bevor du weiter rennst, warte bitte ganz kurz. Es geht nicht um die Viecher, es geht um was anderes. Okay, der hat dort eine kleine Mini-Wall mit ganz, ganz vielen Heavys. Warte, ich komme jetzt mit meinem Magma. Warte bitte auf mich, ich will da mitmachen. Ich will auch Spaß haben. Ja, ja. Das musst du mir jetzt hier gönnen. Ich hab lange nicht mehr Arsch gemacht. Und auch lange nicht mehr Great. Ja. Und das ist einfach für mich halt ein großer Moment. Deswegen freue ich mich halt. So, pass auf, jetzt britzen wir seine scheiß kleine Mini-Wall da weg. Und wenn er danach online kommt, dann kann er sich darüber freuen, dass er weggeradet wurde. Blödsack, Alter. Und die Fundamente und so, ne, die kannst du alle hier... Oh, und Bruder Loot. Ey, wollen wir das immer noch mit den Schildern machen? Komm, jetzt rein wir so Kacken oder so. Nein, so, das ist zu fies, ne? Ich weiß nicht. Ein fettes Lachsmiley oder sowas in der Art. Ja, das reicht schon. Ja. Oh, brauch ich auch. Ja. Wo bist du? Ich seh dich jetzt grad nicht. Jetzt seh ich dich, ich seh dich. So, pass auf, diese Wall da hinten. Pass auf, jetzt musst du das mal kurz hören. Ich habe jetzt auch Loot dabei, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich sterbe daraus. Da müssen wir eine ganze Zeit ranlaufen. Dann Feuer machen. Und dann die Feuerbälle laden, genau. Das machen wir jetzt einfach schön zusammen. Du läufst rechts an die Wall ran, ich laufe links an die Wall ran. Komm, jetzt. Du kannst auch schnell laufen jetzt. Komm. Die werden sonst gleich zurückdrücken. Siehst du, was ich sehe? Kommst du dir auf Arsch vor? Spring nicht ab! Nicht das Only Player ist. Nicht abspringen. Feuer. Bam! Die sind so dumm! Hat der vergessen, die Tools ausmachen? Nein, die sind an. Der hat Dingens hier nicht. Die müssen auf Only Player oder so sein. Wie dumm ist der Typ? Und aber normalerweise müssten die trotzdem dann schießen, weil eigentlich sitzen wir ja drauf, dann müssten die schießen. Aber ich weiß nicht, ob es bei Magma so ist. Aber warum dreht er die überhaupt zu der Seite? Nein, warte mal, das sind ja Heavies, die drehen sich nicht. Die drehen sich einfach nur nicht, Mika. Wir waren jetzt hinter den Heavies, Alter. Weil der hat die falsch rumgeplaced. Deswegen haben die nicht geschossen. Die Tech, die drehen, aber die Heavies, die drehen nicht komplett rum. Ja, das ist, warte mal, pass rein. Ja, die Kacke ist voll ab. Aber? Der liegt da sogar. Oh. Da. Ey, komm, wir gucken mal. Warte, ich hab nicht abspringen. Ich hab doch den Dings geladen. Warte, ich höre auf. Ich höre auf. Warte, bis Feuer weg ist. Dann können wir gerne gucken. Omega. Also hier ist Reply. Guck hier rein.
Sneaker-Kiste bei mir mit rein. Damit du hier auch was siehst. Mit Muni ist hier komplett. Blueprints sind hier drin. Also, ich sag ganz ehrlich. Nein, die sind aber viele Sachen, die man eigentlich ganz gut nehmen kann. So, so hier, für hier. Und das kaputte schmeiß ich gerade hier raus. Ne? Ja, aber du kannst einfach all taken. Oder soll ich eben kurz all taken? Ja, dauert auch noch. Papa, wollen wir uns hier mit deinem hier gucken, was der hier schönes hat? Das sind doch nur Lidl-Quarios, oder nicht? Nein, das sind Bullen-Quarios. Verarsch mich doch nicht. Ah ja, oder Rex da drin, ja, nein, ist halt kleiner, aber nur trotzdem. Was ist für unser PvP-Streaming-Spaß gegeneinander, ist okay, oder? Ja, natürlich. Wo ist Lidl? Wir sollten alles hier auertaken, das kann man alles gebrauchen eigentlich. So für den Anfang. Ein paar Blueprints, Muni. Ich frag mich, wie du das hier auch. Also, das Beste ist, du all takes jetzt alles und packst das nachher in deine Base und dann können wir später noch aufteilen, Mika, ja? Okay? Der hat nichts. Voll, ich kann. Ja, tatsächlich, Alter, da sind richtig viele hier, der Typ. Was Skins können wir rausschmeißen? Ich hab ne Idee. Das war jetzt aber ein billiger Raid hier, ne? Ja. Also, sorry, Leute, also. Hab ich jetzt nicht erwartet. Aber trotzdem war ja zwischendurch dieses Fail, war schon immer ganz wichtig, oder? Aber die Dinger, die Viecher hier, die haben echt ganz schön Power, und ne? Und Metall ist auch. Alter. Also. Schau mal bei dir mit. Sind das die deine Sachen, Mika, die in den Ding drin sind? Warte, ich guck mal ganz kurz bei mir rein, dann sag ich dir, ob ich nicht schon genug habe. Ich habe auch was getaked hier. Guck mal. Ach, guck mal, ich habe auch Sachen, Mika. Weißt du das? Ja, na klar. Wirklich? Na klar. Okay. Guck mal, da sind Blueprints dabei. Bisschen was an Waffen. Bisschen was gecraftetes. Damit kann ich doch schon mal einen Anfang machen hier. Fasern habe ich auch. Schatz für Muni habe ich doch auch. Guck mal, Repli, kann ich was bauen? Kann ich doch morgen eine neue Base bauen. Ich will noch gucken, wo ich den Schal nachher verstecke. Aber allerdings zeige ich das nicht den Leuten. Du müsst jetzt nicht denken, dass ich das auch noch zeige. Nein, das tue ich nicht. So. Die beiden Magmas, die kommen natürlich definitiv wieder weg. Die sind natürlich nicht dafür gedacht. So. Wie meinst du das Geld? Achso, das ist meistens Artefakt, ja? Oh, ist Artefakt. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder lebend hier rauskommen, ne? Oder aber wir sind ganz klug. Obwohl wir können das nicht hier raus teleportieren. Du hast wahrscheinlich auch keinen Teleporter gebaut bei dir in der Base, oder? Hier, guck mal, hier kann man den bauen. Hä? Ja, so ein Reb hier, aber das funktioniert in dem Ding da nicht. Aber nutzt uns ja nichts. Wir müssen jetzt hier lebend rauskommen. Den ganzen Mistviechern vorbei. Und es wäre besser, wenn wir uns langsam auf den Weg machen, weil es spawnen immer mehr. Okay? Papa. Du stehst heißt, da immer noch, oder? Das heißt, wir gehen an. Was heißt das? Ich halt drei Mischen will, aber ein Mischen. Ja. Warum hat er da oben so eine Brücke gebaut? Ich bin unten eigentlich. Ich weiß nicht, ich schätze der tot. Ich bin da noch nicht runtergesprungen. Was ist da? Ja, vielleicht. Und vielleicht bist du danach tot und dann? Ja, wirklich ist alles. Guck mal, ich hab auch was. Das haben wir leider nicht.
Aber hier, vielleicht ist da ja auch irgendwie. Ne, Muni war da auch nicht drin. Ich nicht, ich springe nicht in den Tod. Also ich wüsste nicht, dass da irgendwie was wäre. Für mich kommt mir das so vor, ein bisschen Jump'n'Run-mäßig. Dann eine Runde bist du tot. Willst du jetzt mit da oben oder nicht? Ja, hier, ich bin immer noch über dich. Ah, ist doch alles Müll, lass das da stehen, das sind Fundamente hier. Nein, nicht Fundamente, der hat noch eine kleine Base hier gefunden. Hä? Ja, der hat noch eine kleine Base gefunden, noch irgendwas gebaut und so. Echt jetzt? Ja, müssen wir noch machen. Wenn er dann das Tor schaut. Super, wenn ich. Also einfach ganz nach oben, okay? Ich kann nur stehen bleiben, weil dann lassen die meine Rüstung hier. Ja. Hoffentlich nicht. Und mich kaputt. Das doch nicht so, das Scheißspiel. So, außer dass du hochkommst. Hier, hier, Mika, hier. Siehst du mich? Ich bin hinter dir. Weiter hoch, hier lang. Ja, ne, diese Scheißdinger, ey. Boah, ey. Die hauen einen Schaden raus, das ist krank, ey. Ja, aber also der eine, der 200, Level 270, One-Hit tot, ey. Boah. Also, die müsste ich echt unbedingt in die Defensive irgendwo in der Base reinstellen, diese Atropleuras, ey. Die knallen einen raus. Wobei ich glaube, auf anderen Maps glaube ich nicht so extrem, auf anderen Clustern. Ja, draußen. Ja, hier oben. Ja gut, aber nicht jetzt noch stundenlang suchen. Also guck mal ganz kurz, sonst lade ich hier die Magmas natürlich wieder hoch. Ne? Ja, ich liefere einfach nachher deinen Tribe. Das waren ja deine Sachen hier, deine Base. Verstehst du, du hast mich ja eingeladen, also muss ich deinen Tribe verlassen. Damit dir noch deine Base gehört. Am Ende. Irgendwas stimmt hier jetzt nicht. Achso, das geht ja aus dem Slot gar nicht, klar. So, die kommen hier nochmal wieder. Das war seit immer. Falls der Tod stehen hast, schmeiß ich mich noch nicht raus. Aber? Ja, was ist los? Ja, leckt gerade. Leute, also an der Stelle machen wir jetzt auf jeden Fall hier beim Stream Schluss. Ich muss mein Steuer auch noch vor euch verstecken, nicht, dass er mich nachher in der Nacht tötet. Und hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein und dann kommen wir dann weiter zu Teil 3. Und wir werden noch dieses Wochenende Sea of the Thieves, halt das neue Update auf jeden Fall mal streamen. Mal gucken, was es da Neues gibt, was man da Schönes machen kann. Und da werden wir noch einen anderen Mitspieler haben. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao!